zurück im Küchengarten. Jetzt ist die perfekte Zeit. Ihr seht mein Bibi, es möchte mithelfen und mit dabei sein. Wie gesagt, jetzt ist die perfekte Zeit, um eine ganz besondere Gartenarbeit zu machen. Und zwar habe ich vor, Krokusse hier in dieses Stückchen Rasen zu setzen. Erstens, weil sie so extreme Frühblüher sind und einen wunderbaren Farbklecks in diese graue Winterzeit geben. Aber nicht nur, weil sie besonders hübsch ausschauen, möchte ich das machen, sondern weil sie auch eine ganz frühe Nahrungsquelle für die Bienen sind. Dieses Stückchen Wiese ist gegenüber von meiner Wildbienenwand. Dort habe ich ja schon allerhand Futterpflanzen für den Sommer gesetzt und ich knie hier zu unterst von einem ganz speziellen Baum. Und zwar ist das irgendeine Art Nadelgehölz, der war schon hier, wie wir das Haus gekauft haben. Und er war von einem anderen Nadelbaum halb verdeckt, der ihm dann das Licht genommen hat. Diesen Nadelbaum haben wir entfernt, damit wir hier etwas Platz zurückbekommen haben. Und dieser Baum war dann komplett nackt und kaputt. Wir haben uns dann aber auf jeden Fall dafür entschlossen, diesen Baum stehen zu lassen, obwohl er schon so halb am Sterben war, da er erstens schönen Schatten hier auf unser Grundstück gegeben hat und da er ja auch schon eine beachtliche Höhe hatte, was Lebensraum für viele Vögel bietet. Nach Rücksprache mit einem Freund, der Gärtner ist, haben wir am Fuße des Baumes eine Efeu, einen Kletterefeu gepflanzt. Das ist jetzt mittlerweile schon 12 Jahre her und dieser Efeu ist eine komplette Symbiose mit dem Baum eingegangen. Er hat eine beachtliche Wurzel, hat den Baum komplett überwachsen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Vögel, darunter Amseln und Spatzen, da drinnen im Frühling nisten und Schutz suchen. Und die zweite großartige Sache ist, dass der Efeu so stark blüht und jetzt im Herbst einen sensationellen Nahrungsplatz, eine Nahrungsquelle für die Insekten bietet. Das heißt, im Sommer und im Herbst haben wir ein sehr gutes Nahrungsangebot für die Wildbienen. Jetzt fehlt noch der zeitige Frühling. Und dieses Loch möchte ich mit den Krokussen hier in diesem kleinen Wiesenstück füllen. Was brauchen wir also, um Blumenzwiebeln einzusetzen? Nicht sehr viel. Zuerst natürlich Werkzeug, eine kleine Schaufel und so ein Stechwerkzeug, je nachdem, wie groß ihr die Gruppen machen wollt, wo ihr die Zwiebeln einsetzt, könnt ihr auch einen Spaten verwenden. Dann etwas Vorratsdünger, weil die Wiese hier ja sehr mager ist. Sand, und zwar deswegen, weil meistens Gras oder Wiese durch das drauf rumlaufen und das jahrelange Nichtbearbeiten sehr verdichtet ist und Blumenzwiebel sehr dazu neigen, dass sie bei Staunässe faulen und deswegen bessern wir das Ganze mit etwas Sand auf, um die Drainage, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu erhöhen und dann natürlich unsere Zwiebeln. Ich habe hier eine bunte Mischung genommen, weil ich das Ganze sehr bunt und fröhlich will und ich hoffe, dass die sich schön vermehren und hier einen richtig schönen Blumenteppich über die Jahre hinweg machen. September, Oktober, November ist genau die richtige Zeit, um Blumenzwiebeln einzusetzen, da der Boden nicht mehr so warm ist und noch genügend Zeit bleibt, dass sie schon schön anwurzeln und Kraft sammeln, um rechtzeitig im Frühjahr auszutreiben. Eine Richtlinie dafür, wie tief man Blumenzwiebel einsetzt, ist, dass man die Höhe so einer Zwiebel hernimmt und dann 2 bis 3 Mal so tief einsetzt. So ist nämlich die Zwiebel auch noch vor Frost besonders gut geschützt. Die Zwiebeln von Krokussen sind jetzt eher klein. Wenn ihr Narzissen oder Zierlauch hernehmen würdet, die sind doch um einiges größer. Die kann man gut einzeln setzen, aber bei so kleinen Zwiebeln geht man dazu über, sie in Gruppen von 15 bis sogar 15 Stück zu pflanzen. Und zwar gibt es da einen ziemlich einfachen Trick, dass das natürlich aussieht. Und zwar, ich habe jetzt hier so meine 10 Blumenzwiebeln und in diesem Eck möchte ich jetzt diese Gruppe haben. Das heißt, man geht einfach her, wirft sie etwas hin
Und wenn man zufrieden ist mit dem, wie sie liegen bleiben, dann kann man sie genau so einpflanzen. So schaut es natürlich aus, als wenn man sie mit dem Lineal schön ergonomisch in dem Stückchen verteilt. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, um die Blumenzwiebeln hier unter den Rasen zu bekommen. Die eine Möglichkeit ist, dass ihr mit dem Spaten kommt, euch hier diese Form ausstecht, die Grasnarbe schön abstecht, zur Seite legt, drinnen das Ganze etwas auflockert, mit Sand und Dünger verbessert, die Blumenzwiebel dann so hinsetzt und ein bisschen frische Erde drüber und die Grassode wieder oben drauf. Oder ihr könnt euch so einen Blumenzwiebelstecher nehmen oder Setzholz, wie man das auch nennt. Und genau da diese Zwiebel ja eher klein sind, genau an der Position ein Loch 2 bis 3 Mal so tief wie die Höhe der Zwiebel ausstechen, Sand und Dünger hinein, Zwiebel drauf, etwas frische Erde und damit zumachen. Bei der Pflege der Krokusse oder Blumenzwiebel ist eigentlich nicht viel zu beachten. Sie werden sich über die nächsten Jahre wunderbar vermehren und richtig schöne blühende Teppiche bilden. Das Einzige, was unbedingt wichtig ist, ist, dass ihr im Frühling, wenn die Krokusse alle die Wiese ziehen, nicht zu schnell drüber mäht mit dem Rasenmäher oder sie gar ausreißt, wenn sie nicht mehr blühen. Denn es ist ganz wichtig, dass sich zuerst der ganze Saft des Grüns wieder in die Knolle hineinzieht, in die Speicherknolle, damit die Kraft für das nächste Jahr, für die nächste Blüte gespeichert werden kann. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht habe ich euch ja inspiriert, auch ein paar Frühlingsblüher in eure Wiesen und Rasen zu setzen oder in die Staudenhecken. Gebt dem Video gerne einen Daumen rauf, schreibt mir einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, das hilft mir immer sehr. Und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, bis zum nächsten Mal hier bei mir im Küchengarten. Nichts zum Essen. Zu neugierig.